Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und hier ist das versprochene Schminkvideo, das ich euch versprochen habe. Und ich habe ein paar Sachen neu, nicht alles, aber ein paar Sachen habe ich neu. Und ja, das möchte ich halt gern mal auch verwenden, ausprobieren. Unter anderem die Marvel Eternals von Urban Decay Palette. Ja, ich weiß nicht, ob ich die euch gezeigt habe, ob ich da ein Haul gemacht habe. Ich weiß es nicht mehr, weil ich mache jetzt so selten Hauls, sondern wenn ich was habe, das probiere ich halt dann aus, ne? Weil die habe ich jetzt auch schon etwas länger. Und das ist übrigens, so schaut sie ohne Umverpackung aus, eine sehr schöne Palette. Die ist von 70 Euro auf 22 Euro, also 21,90 Euro runtergesetzt worden. Ne? Und mit dieser schminke ich mich heute. Ne? So, und die ist wunderschön und ja, ist meine erste und einzige von Urban Decay Palette. So, so schaut sie dann aus, wenn man das erste Gläppchen aufmacht. Marvel. Für alle Marvel-Fans bin ich nicht, ich kenne das auch gar nicht, aber ja, mir hat die Palette an sich gefallen, ne? So, und wenn man das dann aufklappt, dann hat man hier die wunderschönen Farben, wow, 15 Farben sind das, ne? Ja, und das sind natürlich alle beschrieben, aufgelistet, so, ja, aber um das jetzt, so, habe schon alles sehr gerichtet. Make-up brauche ich heute keins, ich habe da ein, ich trage jetzt heute noch wie ein Primer auf von M.A.S.A. Magic Care Perfect Tour Instant Optimizer. Das ist wie eine Creme, weil ich habe selbstbräunende Dings drauf, mit Make-up-Effekt hat es und das ist von Bavia. So, ah, das duftet gut, ist auch gut feuchtigkeitsspendend hier, ne? Ja. Ansonsten, meine Pflege habe ich schon drauf und ja. So. Na komm, was ist denn heute los? Komm, mach scharf, genau. Genau, so. Ja. Und dann mache ich einen Concealer drauf. Ach, ich wusste, dass ich was vergessen habe. Ah, ja. Natürlich mein Schwämmchen, das zu machen. So, sorry. Ja, aber erst trage ich mal von Riva Loves Me eine Eyeshadow Base auf. Die ist fast leer, da ist nicht mehr allzu viel drin. Das ist aber Eyeshadow Base, Highlighter und alles in alle. So, glänzt ein bisschen dann, ja. So. So, ja, schon lange kein Schminke mehr gemacht, ne? Aber ja, ich schaue auch in mein Display rein, dass ich sehe. Und hier habe ich meinen Spiegel, ne? Dass ich halt sehe ganz genau. Ja. Okay. Mann, mach halt scharf, was ist denn heute los mit der Kamera? So.
Dann kommt ein Concealer. Wo bist du? Oh, da bist du. Okay. Ja, habe alles da, bloß das eine liegt in dieser Ecke, das andere in dieser Ecke. Ja, alles ein bisschen verteilt hier in diesem... Mann, ich verstehe es jetzt gar nicht heute. Nö. Zoom. Autofokus. Automatischerweise Abgleich. Oh ne. So, jetzt gucken wir mal. Sorry, aber ja, musste jetzt mal sein. Das hat mich jetzt genervt. So, dann kommt der Concealer. Der hält auch ewig und drei Tage, fühlt sich immer über Nacht von selber auf, habe ich das Gefühl. Das ist von Eveline oder Eveline Magical Perfection Concealer. Den habe ich schon so lange. Na gut, ich nehme nicht jeden Tag oder ich wechsle auch mal ab. Aber auf jeden Fall habe ich den schon so lange und ich habe das Gefühl, der geht und geht und geht einfach nicht leer. Das wäre nur so. Ja, ich mache das eigentlich immer schön da ein. Mit dem Finger und geht dann mit dem Schwämmchen ein bisschen hinterher. Ich schaue nach oben auch, ne? Ja, man macht immer ein dummes Gesicht dabei, damit nach Möglichkeit ein schön doofes, dummes Gesicht machen. Ja, so, durch die Wärme des Fingers lässt sich der Concealer am allerbesten einarbeiten, sag ich jetzt mal so. Jetzt habe ich da mein kleines Schwämmchen hier, das ich ein bisschen, um einzuarbeiten, ne, den Concealer, ein bisschen. Und auch den Überschuss dann abnehmen, ne? Das war's dann soweit, ja. Und dann würde ich sagen, mache ich meinen Pinsel und mache mein Puder, das habe ich jetzt festgebunden, von Manakata habe ich da. Ja, das da haben wir auch schon ein leichtes Hitteband. Aber ja, ich tue nur ein bisschen. So, ich habe meine Haare hinten nach hinten mit dem Dings, dann stören die nicht so und ich komme besser überall hin, wo ich hin will. So, ich will gar nicht viel Puder. Jetzt habe ich mir natürlich den Glow, den ich hatte, wieder weggenommen, ist aber gar nicht schlimm, der kommt wieder drauf. So, ja. Zudele. Das haben wir was. Ah ja, ich habe mir heute ja, die, ich habe fast alles von BH Cosmetic heute. Außer Blush habe ich von Teddy, das ist auch nicht schlecht, Beauty Woman, habe ich den. Aber sonst habe ich den Bronzer von habe ich geschenkt, ich auch mal von meinem Sohn, das ist die Shade und Define Palette, ja.
So, und dann nehme ich mir den Bronzeton da hinten. Den da nehme ich mir heute. Und ja, wärme ich mir mein Gesicht so auf. So. Auch die Ohren mitmachen, ne? Nie vergessen. So. Immer das große C oder E, ne? So. Okay. Sodele, ja, soll ja nicht balkig sein und soll nicht Ding sein, ne? So. Das war's. Nur ein bisschen so leicht will ich das machen. So, dann nehme ich mein Lieblingsblushpinsel dazu. Ja, und nehme die Farbe da unten auf. So, und ja, mach den Blush hier auf. Diese Farbe habe ich genommen, ne? Da wo mein Finger ist, ne? Ja, oh, das ist so schöne Farbe. Ja, und hat auch natürlich für das, dass die nur 2 Euro gekostet hat, mal, also nur hat die wunderbare Farbabgabe. Und ja, ab und zu nehme ich die sehr gerne hier ein bisschen übers Näschen. Ne? Ja. Sehr, sehr schön. Ja. Muss nicht so arg sein, nicht so viel. Aber ja, Kamera schluckt auch ein bisschen, ne? Aber jo. Schön. Das wär's erledigt, ja. So, dann habe ich hier meinen Highlighter-Pinsel und den Highlighter nehme ich auch aus der BH Cosmetic Palette Spotlight und Highlight, ja. So, dann nehme ich die untere Farbe da auf, die da, ja. Das ist mein Highlighter-Pinsel, oh ja. Wie sieht man, ne? Ja. Ach, ich liebe Highlighter. So. Ne? Oh ja. Ihr seht's, ne? Also die BH Cosmetic, die hat ja eine wunderbare Abgabe und ja, ja, ist einfach so, ne? So. So, mit diesen Pinseln war's das jetzt und ja, dann nehme ich mal das Glow Spray von Catrice, ist das. Ja, das haben wir. So, muss man schön schütteln, weil das glänzt, das ist ein Glow Spray, wie gesagt. Dass die einzelnen Puderschichten sich schön miteinander verbinden. Dann habe ich hier auch einen Fächer, da wo ich das Ganze trocken fächere.
So, ich mag den Setting Spray da, das Clean ID heißt Glow Prime and Fix Spray mit Rosextrakt, das vegan, no Silikone und Mineralöl, jo, 100 Milliliter, jo, ich liebe das. Und ja, so, na, jetzt seht ihr den Highlighter, ihr seht das am besten, da habe ich ja den Licht, aber ja, egal. So, dann fangen wir mal an, meine Augenlider abzupudern, weil das ist immer für mich längsten wegen, ja, also ich gehe mit diesem Beauty Tool rein in das Manakata-Puder und pudere meine Lider oben ab. So, und wie will man auch ein bisschen mitmachen, ne, dass die, ja, jo. So, dann fangen wir auch schon an. Und zwar, ich beginne meistens auch immer mit dem Kajal. Sorry, ich unterhalte mich mit meinem Spiegelbild. Ist unhöflich, sehr sorry dafür. Ah, erstmal meine Augenbrauen mit dem, ist auch Catrice, ja, ein Augenbrauen-Gel-Farbe. Dings da, ne? Ja. Okay. Okay. So, na. So, okay. Das hätten wir auch, das hätten wir auch. So, jetzt geht's mit dem Kajal weiter. Und zwar habe ich mir diese Woche erst den Kajal gekauft. Oder letzte Woche. Von Catrice. Ich finde die sehr, sehr gut. Auch nicht zu hart, schön weich, ne? Und da gehe ich in die Wasserlinie. Mal zuppern, ne? Ist für mich hat, glaube ich, bei DM 2,25 Euro oder was gekostet, ne? Auf jeden Fall ist es mein liebster Kajal. Ich hatte zwei gehabt, die sind ja so runtergerockt. So. Trotz Zittern, mich da sehr gut zurecht mit. So. Ah ja, einen Schluck von meinem Kaffee machen. Verzeihung, Entschuldigung. Ja. So, dann fangen wir mal an. Ich würde sagen, ich nehme mal die Farbe Devotion. Das ist die Farbe hier außen für die Lidfalte. Na, ja. Ja. Ich verwende die jetzt heute zum ersten Mal. Ja.
So. Man sieht nicht viel von dieser Farbe. Also gehe ich in die Farbe Grain of Sand rein. Das ist die. Ja, die sieht man schon eher, ne? Ja. Grain of Sand. Ja. Die sieht man, ne? Mhm. Genau. So. Muss ich ein bisschen auf, ne? Dass man das auch sieht, wo ich hinsetzen muss die Farbe, ne? Ja. Ja, wir haben schon wieder dreiviertel elf, manche Zeit. Vergeht immer mal früh, immer meine ganze Routine und alles muss ich immer machen und hier. Das ist für mich immer ein bisschen, ja, ganz schwierig. So, jetzt, ne? Ja. Verblendet jetzt schön. Das ist übrigens so ein Verblenderpinsel von Ebelin, ne? So, dann brauchen wir fürs äußere Eck brauche ich einen kleinen Pinsel. Und ja, ich nehme da die Farbe. Also die vorletzte von dieser Reihe habe ich jetzt als zweites genommen. Und jetzt nehme ich die hintere in the Shadows. Die letzte, die dunkelste hier, nehme ich jetzt hier auf mit dem Bleistiftpinsel. Und setze es mir hier ans Eck in das letzte V. Sag ich jetzt mal, ne? Ja. Brauche ich gar nicht viel. So, na? Ja. Und dann nehme ich wieder meinen Verblenderpinsel und verblende das Ganze. Ne? So. Aber ich bleib dann im unteren Dings. So, hier bin ausgeblendet. Ne? Ja. Gehen wir in die Lidfalte rein. Ja. Es ist zwar eine glänzende Farbe, geht aber voll klar, ne? Ein bisschen, dass wir ein bisschen da reinkommen, auch mit der Farbe, ne? Ja. So, ja. Würde ich sagen, ne? Ja. Noch ein bisschen besser verblenden hier. Jo. So. Ja, gefällt mir, was ich sehe. So, einen Moment bitte. So, die gleiche Farbe nehme ich jetzt wieder auf. Es ist ein Schwarz, ne, mit einem dünn gebundenen Pinsel für die untere Linie.
Ne? Ja. Ist auch diese glänzende Farbe. Geht aber vollkommen in Ordnung. Die hat dann kein Glitzerpartikel mehr beim Auftragen. Sieht nur so aus im Ding. So, jetzt gehen wir mal so. So, ja. Okay. Jo, würde ich sagen, ne? Und jetzt mache ich, was nehme ich jetzt für eine Farbe? Da haben wir so schöne glänzende, da haben wir Sonic Boom, Protector, so ein Rosé. Ich nehme mal. Glaube ich, das Rosé ist das Duochrom? Ja, könnte sein, dass das so eine Art Duochrom ist. Den bringen wir jetzt mal mit den Fingern hier auf. Oh, ja. Ist eine schöne, schöne Farbe. Ja. Oh ja. Genau, es ist ein Duochrom. Ah, die Farben verhalten sich halt super, ne? Das ist Protektor, ja. Glaube schon. Sehr schön, ich bin begeistert, ja, von den Farben und, oh ja, ich bin sehr begeistert. Ja, jetzt nehme ich nochmal die Farbe Cosmic Blast. Und trage mir die im Augeninnenwinkel auf. Das ist die erste da oben. Mal schauen, ob die geht. Ja. Für einen wachen Blick. Ja. Geht vollkommen klar. Ah, ich bin begeistert, da ist jetzt Lila noch drin, Grün noch drin. Ah, so schöne Farben drin. Jo. So, sehr, sehr hübsch. Wow. Ja, das war's jetzt mit dieser Palette, mehr möchte ich da gar nicht machen. Ja. Was ich mit dem Pinsel nicht geschafft habe zum Verblenden, das kann man mit den Fingern verblenden. Ne? Viel leichter. Wenn ihr da noch was seht, ne? Kein Problem. Ja, okay. So, dann tue ich meine Wimpern duschen. Da werde ich aber euch wahrscheinlich nicht. Das würde ich rausschneiden. Ne? Aber ich nehme euch mal mit für die Wimpern Primer. Lash Foundation nennt sie die und Base von Trend It Up. Das macht so hübsche Wimpern. Da nehme ich jetzt mein. Ja.
Nur in die Wimpern waren viel länger und definierter und schön. Also, ja, ich wollte mir die wieder kaufen, weil die ja fast bald zu Ende geht von Trended Up. Habe ich nicht bekommen. Finde ich schade, ich weiß nicht, ob es noch mal gibt oder ja, immer wenn was gut ist, wenn ich was gut finde, ich mir das nachkaufen will, ja, gibt es nicht mehr. Jetzt habe ich von Essence eine Nummer, bin ich gespannt, wie die so ist. So. Na, ihr seht schon, das ist wegen so Hautfarben, ist die, ne? So. So, na, ihr seht schon anhand von anderen, wie länger wird, ne? So, ja, das wird jetzt getrocknet und dann, oder trocknen lassen. Sorry, und dann, ja, kommt meine, der Real von Benefit, der Real Magnet, diese Mascara drauf, aber die schneide ich euch raus, weil, ja, ich mit meinem Gitzitter brauche, das braucht ihr euch nicht antun. So, ja. Ja. Sehr schön, die Farben verhalten sich super. So, jetzt, ja. Wie immer mein Vergrößerungsspiegel und da muss ich mich immer konzentrieren. Darum schneide ich das immer raus. Ne? Verzeiht mir, aber ja, ist halt so. Ne? Aber man weiß ja, wie man wenn man duscht. Ja, das glaube ich war es dann mit dieser Mascara. Man, die kratzt auch schon. Geht schon nimmer. So, jetzt zu guter Letzt kommt nochmal die von da habe ich dann von NYX den Buttergloss, der durfte neu bei mir einziehen, jetzt in der Farbe Creme Brûlée, BLG 05 Creme Brûlée ist die Farbe, ja, und der ist ja so gehypt und alles, ne, von daher, ja, trage ich den jetzt auf und bin gespannt. Der riecht ja ganz gut. Ja, das entspricht mehr der Lippenfarbe. Der riecht gut. Jo. Okay. Boah. Mache ich meine Haare ein bisschen. Bettherde haben wir heute. Egal. Ich muss heute Abend eh meine Haare waschen.
Von daher, egal. Wisst ihr was, ich lasse meine Öhrchen drin. Ja. Dann sieht es doch nicht ganz so schäbs aus, ne? Wenigstens für jetzt. Ich mach die schon ab. So. Dann kommen meine Ohrringelchen noch rein. Dann habe ich hier schon vorbereitet, ja. Also die Urban Decay Eternals von Marvel ist eine wunderschöne Palette. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Ich kann es nochmal hinhalten, ne? Nochmal ein Screenshot so, ne? Ja. So, für Thumbnail. Genau, ja. Schau in meinem Display auch rein, damit ich weiß, was ihr so seht, ne? Ja. Nicht immer exakt das Gleiche, was ihr seht, als was ich sehe, aber es ist doch fast das Gleiche. So. Ja. Habe ich schon lange kein Schminkvideo mehr gemacht. So. Das war's, meine Lieben. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder mit euch und dass ich mich wieder fertig mache. Und ja, jetzt ist mein Tageslook für heute fertig und ja, ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal und tschüss.